Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe jetzt schon über ein halbes Jahr lang kein Video mehr hochgeladen und deswegen dachte ich mir, mache ich heute mal eins, weil ich heute mal die Zeit dazu gefunden habe. Und zwar wollte ich jetzt nochmal am IAC ein bisschen was zeigen, denn über das Jahr über habe ich ziemlich viel umgebaut an dem Trecker. Wer mir auf Instagram folgt und auf Facebook, der sieht das regelmäßig, da lade ich das ja eigentlich fast täglich hoch, was ich so mache und tue. Nur auf YouTube habe ich ja die letzte Zeit gar nichts mehr hochgeladen, die letzten Monate. Ist auch viel passiert die Monate über und ich vergesse bestimmt noch locker die Hälfte wieder. Heute will ich aber nur mal über den IAC so ein bisschen was zeigen, was ich da so gemacht habe. Ja, erstmal, wie vielleicht unschwer zu erkennen, hat er jetzt einen Frontlader. Ich hatte, ich glaube, da fahre ich jetzt auch schon ein halbes Jahr lang mit rum und das funktioniert soweit auch alles. Die Konsolen hatte ich ja da, ich wollte ja den Steuerfrontlader da dran bauen mit den Einfahrtaschen. Hatte aber gewichtsmäßig nicht so funktioniert, den Trecker, hatte ich mir auch schon fast gedacht. Also habe ich mir jetzt eine Barschwinge gekauft mit Zylindern und Konsolen, habe die Konsolen wieder verkauft und habe meine Konsolen hier umgebaut, so dass die Schwinge da dran passt mit den Zylindern. Und ja, das funktioniert auch richtig gut, da habe ich auch schon mehrere Sachen mit getan und gearbeitet. Das funktioniert wunderbar. Ja, dann habe ich die Seitenscheiben hier gebaut. Ich glaube, die kennt ihr aber schon. Die hatte ich, glaube ich, letztes Jahr schon dran. Wer die in dem Video noch nicht gesehen hat, vielleicht. Ja, dann habe ich jetzt noch einen Kreuzsteuerhebel nachgerüstet. Hier das Ventil. An den Frontlader geht mit den Bautenzügen unter der Tür durch. Denn ich hatte ja vorher hier in der Mitte die Ventile. Die habe ich jetzt komplett weggenommen. Das eine Ventil hatte ich ja für den Frontlader und das andere hatte ich nach hinten gelegt. Das ging auf mein Steuergerät hier hinten für den Oberlenker und Kipper. Da musste ich aber das dann immer in der Mitte hier gezogen halten, damit da ein Öl drauf ist. Und ja, das habe ich jetzt alles weggerüstet, denn ich habe jetzt eine Doppelpumpe eingebaut aus einem 844 und habe auch gleich hydraulische Lenkung nachgerüstet. Denn mein Lenkgetriebe hatte so viel Spiel, dass ich da nicht mehr mit rumfahren wollte. Und ja, es hätte so oder so rausgemusst und zum Reparieren hätte es sich nicht mehr gelohnt. Also habe ich gleich umgebaut, habe hier Lenkzylinder für angefertigt mit Halter. Habe mir die ganzen Leitungen gebogen und habe dann hier Lenkorbitrol reingebaut. Und mein Lenkrad da wieder drauf gemacht. Das ist jetzt voll hydraulische Lenkung. Funktioniert auch wunderbar. Also man kann jetzt schön lenken mit dem Trecker. Das geht butterweich, auch mit dem Frontlader dran. Denn das war ja das nächste. Jetzt mit dem Frontlader geht natürlich dann die Lenkung auch schwerer wegen dem Gewicht. Klar muss man jetzt aufpassen mit der Vorderachse, dass man diese nicht kaputt macht. Die hatte ich ja aber im letzten Winter, hatte ich hier neue Achsschenkelbuchsen reingemacht und die Radlager hatte ich neu gemacht. Also das funktioniert eigentlich alles ganz gut. Ja, das hier ist jetzt die, ich zeige das jetzt mal ein bisschen. Fange ich am besten doch vorne an, wie ich das angeklemmt, zeige ich nämlich jetzt mal, wie ich das geklemmt habe. Eigentlich ist es nicht sonderlich kompliziert. Hier ist ja der originale Ölfilter. Und der geht hier oben ja auf die Hydraulikpumpe, so wie das vorher auch war. Nur statt jetzt eine Einfachpumpe ist jetzt hier eine Doppelpumpe. Das heißt, eine für den Trecker und eine nur hier für die Lenkung. Das sind diese beiden Leitungen. Einmal Zulauf und einmal Rücklauf. Das Öl holen die sich über die normale Saugleitung. Die Pumpe hat hier eine Querbohrung und holt sich das Öl aus der anderen Pumpe. Das ist ganz cool gemacht. Ist auch eine Originale von einem 844, aber das, auch das Lenkorbitrol. Ja, spielt eigentlich keine Rolle. Die sind bei den meisten Treckern eigentlich baugleich von IAC. Deswegen passte die auch so hier schön rein in den Trecker. Musste ich zwar ein bisschen was für umbauen, aber es ging. So, dann gehe ich jetzt mit der Leitung wieder auf den Filter. Und vom Filter gehe ich jetzt mit dem Schlauch hier auf das Ventil. Ich wollte hier keine starre Leitung zwischen machen. Gehe hier auf das Frontladerventil. Das ist das, was mit den Bautenzügen jetzt hier an den
Kreuzsteuer hier begeht. Von da aus gehe ich mit der Einleitung hier mit dem T-Stück wieder auf die Frontladeanschlüsse hier. Da habe ich mir die Leitung ja gemacht mit Steckanschlüssen. Die gehen einfach hier direkt auf die Zylinder. Und hier drüben hätte ich jetzt noch zwei frei. Die habe ich nur erstmal provisorisch hier hingebaut für hydraulische Gerätebetätigung. Werde ich bei mir aber nicht dran machen. Also ich werde hier keine Euroaufnahme und keinen Scheiß dran machen. Denn da ist der Trecker einfach zu klein für und ich brauche es zu selten. Das Einzige, was ich machen werde, ich werde hier oben Hydraulikleitung noch drauflegen. Für mein Schneeschild, dass ich das jetzt hydraulisch schwenken kann. Das baue ich um. Und für eine Palettengabel, die werde ich mir noch bauen. Da werde ich aber nur einen Zylinder in der Mitte reinmachen hier. Irgendwo. Dass man die ein bisschen neigen kann. Aber ich werde mir keine Euroaufnahme dran machen, weil dafür brauche ich den Frontlader eigentlich zu wenig zum Arbeiten. Braucht ihr meistens nur, um irgendwelche Dinge anzuheben. Ja, ich hatte hier auch alles neu gemacht. Klinke und so ein Kram. Hier ein neues Eisen, neue Kette, neues Drahtseil, neue Bolzen komplett. Habe die Zylinder auch neu abgedichtet. Die waren komplett undicht. Da habe ich neue Dichtsätze komplett reingemacht. Neue Schläuche. Die Bolzen sind die Originalen, die waren noch gut. Hier neue Bolzen. Also der Frontlader ist im Top-Zustand. Ne? Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Das Frontladerventil hier hat dann eine sogenannte Druckweiterleitung. Also dass der Öldruck von dem Ventil hier mit so einem Einschrauber wird dann direkt weitergegeben, sondern sonst würde das nur einfach drucklos in den Tank zurücklaufen. Hier ist in dem Fall jetzt auch derselbe Druck von der Pumpe, wird weitergeleitet nach hinten zum anderen Ventil, das zeige ich gleich. Ich habe aber trotzdem hier oben noch einen Ölrücklauf. Das muss man reinbauen, damit das Öl, was jetzt vom Frontlader zum Beispiel oder von den anderen betätigten Zylindern beim Runterlassen wieder zurückläuft, auch zurück in den Tank laufen kann und läuft nicht in die Druckweiterleitung, sonst kann es zu Druckschwankungen kommen. Deswegen ist hier jetzt nochmal eine Rücklaufleitung. Die geht unterm Trecker lang und geht dann hier wieder in den Kraftheber zurück. Da waren auch original die beiden Ventile in der Mitte, die Steuerventile, angeschlossen, die Rücklaufleitung, wo das Öl zurücklaufen konnte. Also das ist der originale Anschluss am Kraftheber hinten. Das Öl läuft einfach da wieder zurück in den Tank, was nicht benötigt wird. Ja, mit der Druckweiterleitung habe ich jetzt einen Schlauch genommen. Alles andere habe ich in 12er Leitungen gebogen. Ich wollte aber hier nicht mit der 15er Leitung biegen. Habe hier einen Schlauch unter den Trecker langgelegt. Der kommt dann hier hinten wieder hoch, hinterm Trittbrett am Axtrichter und geht dann hier oben wieder mit Druck in mein Steuerventil rein. Das hatte ich ja vorher schon sitzen, das habe ich ja immer bespeist mit dem originalen Kipperventil. So, das spare ich mir jetzt auch. Hier ist jetzt immer Öl drauf auf allen Ventilen dauerhaft, wenn der Trecker läuft. So brauche ich nichts mehr umklemmen oder irgendwelche Hebel feststellen, sondern hier ist immer Öl drauf. Das ist halt für meinen Oberlenker und hier nochmal für den Kipper. Und hier habe ich nochmal einen drucklosen Rücklauf. Das hatte ich ja damals gemacht für den Bagger, weil ich den ja vorher über die Treckerhydraulik laufen lassen. Ja, das hat jetzt auch Öl dauerhaft. Und dann bin ich hier mit der, habe ich auch hier unten wieder eine Druckweiterleitung reingeschraubt. Bin mit der Leitung hier wieder eine 15er an den Kraftheber gegangen, weil der Kraftheber braucht ja auch weiter Öl. Hier oben ist ja die Rücklaufleitung, genauso wie vorne. Die geht einfach zurück in den Tank. Die hatte ich ja vorher schon immer, diese Rücklaufleitung. Ich hatte nur jetzt die Druckweiterleitung halt hinzugefügt, dass das Öl jetzt nicht direkt in den Tank läuft, sondern weiter zum Kraftheber. Und das Öl, was hier vom Kipper wieder abgelassen wird oder vom Oberlenker, das geht wieder zurück in den Tank über die Rücklaufleitung. Ja, das geht einfach hier lang, der Schlauch. Ich hoffe, man kann das soweit verstehen. Ansonsten einfach in den Kommentaren nochmal nachfragen. Geht dann hier, habe ich ein U gebogen, damit das Öl schön hier rumlaufen kann, keine 92 Grad Bögen, weil 90 Grad Bögen ist für Öl immer scheiße. Deswegen habe ich hier ein U gebogen, damit das Öl da ohne Probleme durchfließen kann und läuft dann hier in den Kraftheber wieder rein. Das ist der originale Druckanschluss vom Kraftheber. Sag ich mal, so spare ich mir nämlich jetzt hier in der Mitte die Ventile hier vorne und habe den Platz. Ich hoffe, man versteht mich, ist ein bisschen sehr windig und es fängt auch noch an zu regnen.
Ja, original ging ja die Leitung, also waren hier ja die Zusatzventile und dann ging eine Leitung von der Pumpe in den Steuerblock. Von da aus dann eine Rücklaufleitung hier in den Tank, was jetzt meine Rücklaufleitung ist von dem vorderen Ventil. Und dann ging noch eine Leitung hier direkt in den Kraftheber von hier. Ging hier so rum. Und dann konnte man ja, wenn man das Kipperventil gezogen hatte oder für den Frontlader, war die Hydraulik automatisch gesperrt. Dann ging das Öl nur durch das Kipperventil oder durch das Frontladerventil und die Hydraulik war dann gesperrt. Und so habe ich das jetzt auch im Gang. Jetzt habe ich hier überall halt immer konstant Öl drauf. Ja, dann habe ich hier das Lenkobitrol jetzt montiert. Statt dem Lenkgetriebe ist jetzt hier einfach ein Halter von mir selber gebaut. Hier sieht man das. Hier ist das Gasgestänge wieder dran, so wie das Original auch ist. Das war gar nicht so einfach, das zu bauen. Das hat mich auch ein paar Tage gekostet. Im Original hat das Lenkobitrol eigentlich die Anschlüsse nach hinten, hier unterm Tank. Ging nur bei mir nicht, weil die Lenksäule, die ich dabei bekommen habe, weil das von einem 844 ist, war die Lenksäule zu kurz. Normalerweise bei den Umbauten sind die Lenksäulen kürzer, damit das Lenkobitrol tiefer kommt und dann passt das auch hinten. Nur es passt jetzt nicht mit dem Halter vom Dieseltank hier. Deswegen habe ich das so rum eingebaut. Funktioniert aber auch, so kommt man auch wenigstens besser an die Leitung dran. Ja, die Leitung habe ich alle selber gebogen hier. Die Anschlüsse waren auch ein bisschen Arbeit. Ja, den Halter habe ich halt selber gebaut. Das Gasgestänge ist wieder hier dran und der Tankhalter. Das könnt ihr aber euch alles auf Instagram angucken. Da hatte ich Fotos hochgeladen, wie ich das gemacht habe. Ja, und jetzt habe ich hier halt das Lenkobitrol. Mein original Lenkrad passte da auch drauf. Ja. Dann mache ich den Trecker mal an. Achso, ja genau. Hier ist der Kreuzsteuerhebel. Ich bin im Frontlader jetzt. So wie man das kennt. Ne? Nach vorne ist runter, nach hinten ist hoch. Links und rechts ist für das Anbaugerät. Ja, die originale Hydraulikhebel sind ja hier geblieben für den Kraftheber. Ist halt nur, dass das Öl jetzt von da hinten kommt, von meinem anderen Hydraulikblock. Aber so war es von der Verlegung am einfachsten. Dann zeige ich das jetzt mal. Mach den Trecker mal an. So, Trecker läuft. Hier Lenkrad. Jetzt sieht man da den Zylinder. Das hier, das geht sehr leicht jetzt, so wie man das haben möchte. Hier ist jetzt der Hebel. Ja, also wie man sieht, funktioniert alles so wie das ich, so wie ich mir das gedacht habe. Wer da genau wissen will, wie ich da wo was gelegt habe, der kann gerne auf Instagram gucken. Da habe ich das eigentlich genau fotografiert. Ja, und was mir noch einfällt, ich habe die Bremspedale umgebaut. Das sind die gleichen, die ich vorher auch hatte, nur von einem Gebrauchtschlepper. Ich hatte ja mal einen geschlachtet und da habe ich dann die Pedale auch mitgenommen. Denn meine waren schon so ausgeschlagen und jetzt habe ich die hier drauf gemacht, die sind auch nicht so abgelatscht und nicht so ausgeschlagen, weil meine anderen waren so ausgeschlagen, dass sie beim Treten hier gegen die Tür gekommen sind. Und die habe ich in dem Zuge dann auch gleich getauscht. Damit das jetzt alles mal ein bisschen vernünftiger ist. Und ja, so von hier sieht man es halt auch nicht. Ich habe das alles möglichst original gelassen. Ich habe nur das Lenkrad noch ein bisschen weiter raus und ein bisschen weiter rangeholt zum Sitz, damit ich besser lenken kann, weil da stand mir zu steil. Da stand ja fast 90 Grad und das ließ sich blöde lenken, deswegen habe ich das umgebaut. Ja, der Kreuzsteuerhebel sitzt jetzt da, am Kotflügel einfach mit dem Halter. Es ist aber auch alles so gebaut, dass man es jederzeit rein theoretisch wieder komplett zurückbauen könnte. Ja, so genau, den Motorblock habe ich noch lackiert. Sieht zwar jetzt scheiße aus, weil der Trecker in Originallack ist, aber der hatte ja keine Farbe mehr, der Motorblock, und deswegen habe ich jetzt den einmal überlackiert auf beiden Seiten, damit er wenigstens mal wieder ein bisschen Farbe hat.
Ja, ich habe, hier ist einfach der Original-Lenkhebel. Und ich bin dann hier nur mit dem Kugelkopf auf den Zylinder gegangen und da an die Frontlader-Konsole mit dem Zylinder und dann mit den Schläuchen hier auf das Lenkorbitrol und da ein paar Leitungen hier reingebogen. Ich weiß nicht, ob man das hier sieht, die gehen hier alle lang. Also eigentlich ist es nichts Kompliziertes. Das Komplizierteste war, diesen Halter zu bauen für das Lenkorbitrol, dass das passt. Denn da gibt es ja keine Maße für nichts, das habe ich mir alles selber ausgedacht. Genauso den Halter hier vorne mit dem Lenkzylinder. Aber es funktioniert tadellos, man kann jetzt schön im Stand lenken. Wie gesagt, man muss halt auf die Vorderachse jetzt ein bisschen aufpassen, weil man hat keinen Gegendruck mehr im Lenkrad, also es geht nicht schwer. Man kann den auch im Stand einfach auf der Stelle lenken. Muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen, wenn der Frontlader beladen ist. Ja, und dann habe ich noch eine neue Dachplane bestellt. Die sollte jetzt im Januar wohl ankommen. Denn meine hat ja hier an den Ecken schon Löcher und hinten auch. Dann regnet es hier vorne immer auf der Ecke durch, auf beiden Seiten und tropft auf die Türen und dann kriegt das immer ab. Deswegen habe ich jetzt auch noch eine Dachplane bestellt, die kommt dann und dann ist der Trecker eigentlich soweit durch. Ja, funktioniert alles, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt im Sommer mal gucken, wenn das Öl richtig Temperatur hat, wie es dann aussieht. Aber ich denke mal, das sollte funktionieren. Und wie gesagt, hier oben kommen jetzt noch zwei Stahlleitungen hin für mein Schneeschipp bzw. mal eine Palettengabel dann, damit ich meine... Ich habe so Gestelle für mein Brennholz, damit ich das anheben kann, vernünftig. Ja, ich bin jetzt hier oben ja gerade auf der Wiese, hier hat sie eigentlich nichts getan. Ich habe den kleinen Anhänger hier gekauft. Den werde ich aber nur durchreparieren, neue Reifen drauf und dann geht der wieder in Verkauf. Und einen Ladewagen hatte ich ja im Frühjahr geholt. Ich hatte auch schon Videos gedreht tatsächlich im Frühjahr. Ich weiß nicht, ob ich die noch hochlade. Das war dann wieder ein bisschen verwirrend, weil... Da war der Frontlader noch nicht dran und hast du nicht gesehen. Die habe ich aber nur nicht geschafft hochzuschneiden und hochzuladen, weil mein Laptop ein bisschen rumgezickt hat und auch immer noch. Ich brauche erstmal einen neuen Laptop. Ich hatte den Ladewagen hier geholt. Den habe ich mittlerweile auch runtergeklappt, den Aufbau. Den hatte ich auch schon einmal im Einsatz. Der sieht auch ein bisschen schuttig aus. War auch nicht teuer. Auch mit Gelenkwelle. Den habe ich nur einmal benutzt, denn die Pickup soll hier raus. Den würde ich gerne umbauen, denn ich habe ja meinen Bagger bzw. Kran und der soll da eigentlich dann hier vorne drauf statt der Pickup, damit ich da mit Holz laden kann und Grünschnitt. Und hast du nicht gesehen, den habe ich auch noch gar nicht gezeigt, ist ein Mengele Ladewagen, 3,5 Tonnen mit Einsteckhandbremse, die habe ich auch schon liegen, die neue Einsteckhandbremse. Hat eine hydraulische Pickup, die funktioniert auch noch. Der Kratzboden funktioniert auch noch, hier hinten sind halt die Bretter ein bisschen morsch. Müsste ich noch mal reparieren und die Ketten laufen alle schief. Die Kette ist wohl auf einer Seite mal übergesprungen. Da muss ich die noch mal neu ausrichten und da die Kratzbodenleisten wieder ein bisschen umschrauben, weil hier sind sie ein bisschen nah aneinander. Da ist eine riesen Lücke. Der Boden ist auch nicht mehr der beste, wie ihr seht. Aber da kann man auch mal einen neuen Boden zur Not reinmachen. Aber sonst die Seitenwände sind gut, der Rahmen ist im guten Zustand. Die Handbremse war nie dran, also die ist wie neu. Muss jetzt nochmal Radlager nachstellen, Bremsen mal nachstellen und das Handbremsseil wieder dran. Elektrik funktioniert. Das geht Gott sei Dank alles. Ja, den will ich mir dann so ein bisschen umbauen nächstes Jahr. Nur jetzt war der Trecker erstmal Priorität, dass der funktioniert wieder. Und den Holzspalter bin ich jetzt gerade am machen, wer das auf Instagram gesehen hat. Da werde ich dann aber auch nochmal ein Video zu machen, wenn der fertig ist. Ja, und das startet irgendwann jetzt auch das Jahr über, nächstes Jahr über. Mal gucken, wie die Zeit da so ist. Das erste ist erstmal halt Achse machen, Radlager nachstellen, Bremsen nachstellen, Fett rein, Luft drauf. Die Felgen wieder ein bisschen schön gemacht und vorne die Pickup dann rausgenommen. Ja, mal gucken. Die Wanne wollte ich eigentlich drinnen lassen mit den Rungen, damit ich auch Grünschnitt fahren kann, so Tannengrün oder sowas. Strauchkram, mal gucken. Der Aufbau oben kommt runter, hier der Klappaufbau, der ist ja nur gesteckt, alles das kommt runter. Die Tür will ich hinten auch wieder richtig montieren, die ist nur im Schwanggurt festgemacht. Dass sie wieder funktioniert, dass man hinten auch eine Tür hat zum Zumachen. Ja, mal schauen. Erstmal steht er hier jetzt, stört auch nicht. Und ja, den habe ich in der Nähe weggeholt, einen Trecker. Und da geht es dann wohl nächstes Jahr dran weiter. Ja, der Langholzwagen steht hier auch noch. Da ist eine Plane drüber und noch ein bisschen
Fichtenstämme drauf. Das Video kam ja, das war ja vor einem Jahr oder zwei Jahren, glaube ich, wo wir diese Fichtenstämme geholt haben. Die liegen hier noch drauf. Der Anhänger soll aber auch in Verkauf gehen, denn ich habe da dieses Jahr mit Brennholz gefahren einmal und seitdem steht er hier rum. Und dafür ist er mir eigentlich auch zu schade zum Rumstehen. Passt auch ordentlich Holz drauf, denn ich habe noch die kleine Rückkarre da hinten. Und wenn dann der hier soweit fertig sein sollte, reicht mir das eigentlich völlig. Denn ich habe den Welger ja auch noch, den Gummiwagen. Und ja, der soll auch verkauft werden. Also vielleicht, also ich habe noch nicht auf eBay Kleinanzeigen gestellt, aber wenn er wer Interesse hat, ernsthaftes Interesse, ja, kann er sich ja melden. Ich hatte da ja auch Videos genug drüber gemacht. Also der ist ja komplett gesandstrahlt worden, neu grundiert und lackiert. Reifen halten alle die Luft, Felgen sind neu lackiert. Radlager habe ich alle auseinandergebaut, sauber gemacht, nachgestellt. Bremsen sind sauber gemacht, nachgestellt, alles neues Fett drin. Ist auch Vierrad gebremst, bremst auch. Die Elektrik ist komplett neu, da sind neue Steckdosen, neue Kabel drin. Die Bremsseile sind, also das Bremsseil nach hinten für die Vierradbremse ist neu. Ja, hinten die Lampen neu lackiert und und. Also da habe ich richtig Zeit und Geld reingesteckt. Deswegen ist der mir hier fürs Rumstehen eigentlich auch zu schade. Hat auch hinten ein Zugmaul. Hinten eine Steckdose, das funktioniert auch alles. Hinten die Reflektoren hier sind neu. Die Lampen habe ich aufgearbeitet. Ich habe hier auch extra aus Rohr Lampenschutz drüber gemacht, damit beim Beladen die Lampen nicht kaputt gemacht werden. Also eigentlich ein sehr schöner Anhänger. Funktioniert auch ohne Bart. Man könnte sich da natürlich auch einen normalen Aufbau wieder drauf machen. Diese Aufnahmen hier sind ja da mit den U-Eisen. Da waren ja vorher der Rahmen dran festgemacht. Die Rungen habe ich neu gebaut extra. Das ist auch kein normales dünnes Rohr, weil viele gesagt haben, oh, das bricht ab. Ne? Du hast das nur hier drauf geschweißt. Also ich hatte das jetzt bis hier oben in voll mit Brennholz. Das ist nicht abgebrochen. Ne? Ich habe auch extra ein Loch hier unten reingebohrt, damit, falls die Feuchtigkeit drin entsteht, das Wasser rauslaufen kann. Oben sind natürlich Deckel drauf geschweißt. Also auch vernünftig gemacht. Das ist auch kein dünnwandiges Rohr. Das war ein Zugrohr von einem Langbaumwagen. Also das hat irgendwie 6er Wandung oder irgendwas. Also mal eben knickst du das nicht ab. Ne? Das ist hier ein 120er oder ein 100er U war das. Ich glaube ein 100er. Ne? Aber das hält schon. Hier unten habe ich Knotenbleche reingemacht. Also ich habe das schon vernünftig gemacht, auch wenn viele meinten, das hält nicht. Ne? Im Moment ist hier, glaube ich, kein Bretterboden drunter. Ich hatte zum Meterholzfahren einen Bretterboden hier mal draufgelegt. Ja, also der soll auch verkauft werden. Denn zum Rumstehen ist er mir einfach zu schade. Ist ein 4,4 Tonnen Fahrgestell. Die originalen Typenschilder habe ich da auch noch von da. Also wenn da wer Interesse hat, ja, kann sich gerne bei mir melden, aber der kommt nochmal bestimmt auf eBay Kleinanzeigen die Tage. Ja, sonst war es das eigentlich. Trecker hatte ich alles gezeigt. Ich mache später nochmal ein Video auf dem Hof, da hat sich ein bisschen was getan. Und ja, ich wollte jetzt erstmal nur das zeigen. Ich hatte an dem Bagger zum Beispiel, habe ich auch weitergemacht. Da hatte ich ja den Schalengreifer montiert. Das habt ihr in den letzten Videos gesehen, die noch online waren. Und jetzt habe ich aber angefangen, den schon zu neu lackieren. Das mit der Zapfwellenpumpe ist da alles vernünftig drin. Alles neue Leitungen, Schläuche, das funktioniert alles. Und ja, ich hatte jetzt nochmal den Tank nochmal ein bisschen umgebaut da. Die Saugleitung, weil die undicht war. Und habe jetzt da einen anderen Schlauch reingemacht. Das nochmal anders geklemmt, aber das funktioniert soweit der Bagger wunderbar. Ich hatte, wie gesagt, schon viel gefilmt. Ich hatte auch noch irgendwelche Sachen gefilmt. Ich glaube, vom Holzfahren mit dem Langholzwagen hatte ich was gefilmt. Und mit unseren neuen Holzgestellen. Mit dem Holz, wie wir das jetzt in Zukunft machen. Das könnte ich die Tage nochmal vielleicht hochladen, wenn es klappt. Ja, ist wie gesagt gefilmt. Müsste ich nur schneiden. Aber ich wollte jetzt endlich mal nach über einem halben Jahr mal wieder ein Video machen, damit ihr auch Bescheid wisst. Ja, Grund hat es eigentlich keinen gegeben, warum ich kein Video gemacht habe.
Ich hatte einfach nur keine Lust, muss ich ehrlich zugeben. Ich hatte keine Lust, da mir die Zeit auch fehlte und im Sommer ich zu tun hatte und jetzt auch hier mit dem Frontlader und der Hydraulik und sowas. Hat auch einiges nicht auf Anhieb geklappt, ist aber klar, das wäre zu einfach. Und ich hatte wirklich keine Lust, die Kamera mal mit dabei zu nehmen, weil du musst die Kamera umstellen und. Dann musst du schneiden, hochladen und du brauchst die Zeit einfach dazu und die hatte ich nicht. Und mir fehlte auch ganz ehrlich die Lust. Ja? Deswegen habe ich da nur immer mal ein paar kurze Videos gemacht oder ein paar Fotos, habe das auf Instagram hochgeladen, weil das halt einfacher und schneller geht. Und deswegen kam in letzter Zeit auch kein Video. Aber ich hoffe mal, dass nächstes Jahr weitergeht, weil dieses Jahr waren es ja wirklich nicht viele Videos. Aber deswegen wollte ich das jetzt einfach nur mal hochladen. Nicht, dass ihr denkt, ich mache gar kein YouTube-Video mehr, weil viele mich auch gefragt haben. Aber ihr braucht mich nicht jede Woche dreimal fragen, wann kommt wieder ein Video, wann kommt wieder ein Video. Davon kommt es auch nicht schneller. Also ich mache das nur, wenn ich Lust habe und heute hatte ich Lust. Und deswegen kommt heute auch mal wieder ein Video. So, wenn ihr sonst noch Fragen habt oder ähnliches, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mir auf Instagram, Facebook. Da antworte ich eigentlich auch immer, gar kein Problem. Sagen danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video.